So, meine lieben Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Mario Kart 8 Deluxe Channel News. Ich habe mich tatsächlich mental null auf diese Folge vorbereitet, weil ich das Ganze gerade aktuell unter ein bisschen, wie soll ich sagen, Zeitdruck aufnehme, weil ich noch Besuch bekomme heute, ja. Und dementsprechend versuche ich jetzt wirklich alles rauszuhasseln, so zack, Videos aufnehmen, alles vorbereiten, zack, zack, zack. Und dementsprechend bin ich jetzt auch direkt in diese Mario Kart 8 Aufnahme gerusht oder in diese Channel News Aufnahme und muss jetzt erstmal ein bisschen mich im Geiste sortieren, um was es hier überhaupt geht. Also man kann auf jeden Fall, wie eigentlich in den letzten Worten tatsächlich Standard geworden, sagen, dass die Woche super lief. Also der Kanal läuft in letzter Zeit sehr gut, das kann man nicht leugnen. Wir haben hier ein sehr, sehr gutes Wachstum drin und ich möchte natürlich auch das Ganze so, weiterlaufen lassen. Dementsprechend gebe ich auch mein Bestes, dass das Ganze immer so weitergeht. Alles sehr, sehr angenehm, sehr cool, macht mir sehr viel Spaß, aber fordert mir tatsächlich auch sehr, sehr viel ab. Gehen wir doch gleich hier in diesen persönlichen Teil ein bisschen rein, vielleicht bevor wir danach auf das Kanalrelevante kommen. Es ist tatsächlich mittlerweile so, das kann ich nicht leugnen, wenn ich beispielsweise, sagen wir mal, jetzt Beispiel Samstagabend zum Handball fahre, ja, beim Handball zugucken, meinen ganzen Kumpels und so weiter und damit mit vielen Leuten rumhänge, die ich gut kenne und man danach noch irgendwo in eine Bar geht und dann vielleicht noch in irgendeine Disco, dann hatte ich da früher immer sehr, sehr viel Spaß dran. Egal ob nüchtern oder alkoholisch, ich trinke jetzt seit einem guten halben Jahr nichts mehr. Und auch, es war eigentlich bisher immer sehr, sehr nice, wenn ich da unterwegs war. Jetzt beschäftige ich mich allerdings in letzter Zeit immer mehr und immer häufiger mit dem Thema Mindset, mit dem Thema Psychologie, mit dem Thema soziales Gruppenverhalten und so weiter. Also ne, auf dieses Ganze, was passiert im Kopf, was passiert zwischenmenschlich, wie ticken Menschen. Und es ist nun mal so, ich habe sehr viel Spaß daran, weil ich es einfach sehr, sehr cool finde, hier in meiner eigenen Wohnung mittlerweile zu sitzen, hier an meinem YouTube-Ding zu arbeiten, dann währenddessen inzwischen immer noch ein paar Bücher lesen, ne, quasi, also ich versuche halt wirklich das Maximum aus mir rauszuholen jeden Tag und da mich ja dieses Thema menschliche Psychologie und so weiter doch sehr interessiert, lese ich halt auch sehr gern sehr viel in die Richtung und je mehr ich mich damit beschäftige, je mehr Zeit ich da rein investiere und je mehr ich versuche, mein Leben meiner Meinung nach in die beste Schiene zu schieben, merke ich, wie es bei vielen anderen einfach immer mehr schief läuft. Und das klingt jetzt vielleicht abgehoben, vielleicht arrogant und vielleicht ist es das auch. Ich weiß es nicht. Aber ich gehe Samstagabend in eine Bar und anschließend in die Disco und ich mache für meine Freunde Fahrer und das ist auch alles cool. Und am liebsten würde ich halt einfach nur in diese Disco gehen, einfach nur tanzen und Spaß haben. Ich bin jemand, ich fühle Musik sehr ich habe auch sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Freude daran, einfach zu tanzen und mit meinen Freunden da Zeit zu verbringen. Aber ich kriege immer mehr mit, was so zwischenmenschlich schiefläuft. Und ich sage mal, vor allem in so, an so Orten wie einer Bar oder einer Disco, da triffst du halt auch vor allem da auf Menschen, bei denen halt sehr, sehr viel falsch läuft. Sie gehen eben genau aus diesem Grund weg in eine Bar, in eine Disco, ein bisschen von ihrem eigenen Leben abzulenken, ja, um nicht darüber nachzudenken, was alles vielleicht gerade nicht so gut läuft. Und ja, das zieht tatsächlich sehr runter und das ist dann immer relativ schwer, wenn man dann mit so einem, sehr negativ angehauchten Mindset wieder nach Hause kommt, ob man will oder nicht, und dann quasi, noch einem sehr intensiven Nebenhobby, einem sehr intensiven Nebenjob, wie jetzt YouTube nachgeht, wo es vor allem sehr auf deine Laune, auf dein Mindset ankommt. Dementsprechend sollte jetzt mein nächstes Ziel sein, wo ich sehr viel daran gearbeitet habe, wie funktioniert Mindset, mein Mindset so zu trainieren, dass das, was andere machen, nicht an mich rankommt. Das ist so wahrscheinlich der nächste Step, an dem ich arbeiten muss, aber das schlägt sich tatsächlich gerade sehr nieder und jetzt, wo ich mit Let's Play 2.0 einfach noch einen Tick zeitaufwendigere Videos habe, ist sowas wie Zeitmanagement natürlich sehr, sehr wichtig für mich. Ich habe in der letzte Woche erwähnt in Channel News, dass ich auf jeden Fall mein Netflix und mein YouTube-Konsum so weit runterschraube wie möglich und das gelingt mir auch sehr gut. Also ich schaue kaum noch YouTube-Videos, wirklich sehr, sehr, sehr wenig und auf Netflix gucke ich gerade ab und zu so zum Mittagessen oder zum Abendessen, wenn ich hier allein daheim bin und nichts zu tun habe, gucke ich ab und zu eine Folge House of Cards, aber auch das ist für mich kein reiner Zeitvertreib in Form von Medienkonsum, sondern ich nehme
nehme tatsächlich sehr, sehr viel mit. Also House of Cards ist auf jeden Fall eine Serie, wo man sehr, sehr viel für seine persönliche Charakterentwicklung lernen kann. Im positiven wie im negativen Sinne. Für alle, die House of Cards kennen, ne, da geht es ja, ich sag mal so grob zusammengefasst, für alle, die es nicht kennen, ja, Politiker, der mit sehr klugen Schachzügen sich versucht, nach oben zu arbeiten und dabei teilweise auch, sage ich mal, moralische Grenzen überschreitet. Und das so zu beobachten und was man daraus für sein eigenes Leben mitnehmen kann, das ist kein normaler Medienkonsum, zumindest für mich so. Ich lerne da tatsächlich sehr vieles. Es grenzt fast daran, als ob ich ein Buch lesen würde, wo es auch um das Thema geht. Ist ja was anderes. Aber das ist auf jeden Fall was, was mich diese Woche sehr belastet hat. Und da möchte ich jetzt auch an der Stelle einfach mal wieder sagen, wie gut mir dieser YouTube-Kanal hier tut. Der ganze Sonntag war für mich so ein bisschen, ja, vom Kopf her schwierig, weil ich eben so vom Samstagabend so belastet, sonst war es beeinflusst war. Aber dann Sonntagabend, ich setze mich in diesen Stream rein, streame 2 Stunden einen neuen Mario Galaxy 2 Mod, The New Green Stars, wo über 140 neue Grünsteine versteckt wurden. Und nach diesen 2 Stunden beende ich diesen Stream und es geht mir einfach wieder unfassbar gut. So, das ist, man muss das einfach sagen, YouTube ist einfach fast schon eine Therapie für mich, könnte man behaupten. YouTube therapiert mich. Und zwar in einem sehr, sehr guten Sinne. Nicht im Sinne davon, dass ich davon abhängig bin, aber ich kann auf YouTube einfach ich selber sein. Ich kann mit euch über verschiedenste Themen reden. Auch über übelst weirdes Zeug. Ich sag nur Sugar Daddy. Ja. Ich wusste bis zum gestrigen Stream auch nicht, was das ist. Das sind einfach so Erlebnisse, das macht einfach Spaß. Und du hast einfach das Gefühl, du verbringst einfach Zeit mit vielen Leuten, die dich verstehen und die so ticken wie du. Und du bist nicht von Menschen umgeben, die lästern, die negative Stimmung verbreiten. Da bin ich gerade dabei, mich mental so ein bisschen aufzubauen, aber ich bin natürlich auch nicht hier, um mich auszuholen, sondern es ist quasi nur ein, ja, das geht gerade bei mir und daran arbeite ich und dahin versuche ich mein Mindset zu trainieren. Kommen wir ein bisschen zum Projekttechnischen. Auf meinem Kanal gab es keine große Änderung. Es lief einfach Wind Waker, Mario Party und Galaxy ganz normal weiter. Nichts Besonderes letzte Woche, wirklich einfach nur die 3 Projekte, die durchliefen. Ein Mario Odyssey Mod Video. Also wie gesagt, eine sehr, sehr standardisierte Woche. Aber auch das habe ich in den letzten Fan News angesprochen, dass ich diese Woche einfach mal dafür nutzen wollte, wo jetzt auch diese Arbeit, ja, letzte Woche die Arbeit für mich losgegangen ist nach meinem Urlaub, wie ich das einfach hinbekomme mit Let's Play 2.0 und der Arbeit. Aber es geht tatsächlich. Also es fühlt sich nicht groß anders an. Natürlich muss man vor den Aufnahmen sich immer Kommentare und Fanarts raussuchen, was manchmal ein bisschen belastend ist, weil man sich einfach sagt, hey, ich will's aufnehmen und dann, ich brauche aber noch irgendwie hier und da ein bisschen was. Also so, die Aufnahme beginnt quasi schon ein bisschen mit dem Durchforsten der Kommentare und so weiter. Aber es ist eigentlich prinzipiell sehr cool, weil es einfach unglaublich von euch aufgenommen wird und es natürlich auch dafür sorgt, dass in den Folgen sehr, sehr häufig Gesprächsstoff da ist, wodurch es einfach immer was zum Quatschen gibt, wenn das Gameplay mal nicht so interessant ist. So, Mario Galaxy ist da das beste Beispiel. Es gibt Folgen, da ist das Gameplay einfach so ultra interessant. Wir sind einfach in einer so coolen Galaxie oder wir spielen gerade so eine coole Mission, da ist kein Thema notwendig. Da kann man einfach richtig schön actiongeladen, spannend, witzig über das Gameplay kommentieren und es passt einfach und niemand sagt, hey, das ist langweilig, aber sobald das Mario Galaxy Gameplay mal ein bisschen runterfährt, gibt so vieles cooles Zeug, was es so an Hintergrundgeschichten bei Galaxy zu erzählen gibt, dass es immer eine halbe Mischung aus einem On-Topic und einem Off-Topic-Projekt ist. Und das ist sehr, sehr, sehr cool. Also, wenn ich Mario Galaxy in diesem Stil, wie es aktuell läuft, wirklich bis zum Ende durchziehe, dann bin ich wirklich geneigt dazu zu sagen, dass Mario Galaxy mein aktuell bestes Let's Play auf dem gesamten Kanal ist. Aber wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben. Schauen wir erstmal, ob ich es in dieser Art und Weise wirklich bis zum letzten Part durchziehe. Sollte das aber gelingen, bin ich verleitet, das zu sagen, weil Mario Galaxy läuft einfach wirklich zu 100% so, wie ich mir Let's Play 2.0 vorgestellt habe. Gut, das auf jeden Fall dazu. Es gibt auch noch ein projekttechnisch so, ja, so ist ein bisschen was, so, was ich euch in die Zukunft mitgeben kann. Weil, so kleiner Fun-Fact, dieses Mario Galaxy 2 The New Green Stars, was ich gestern gestreamt habe, das wollte ich eigentlich als Videoprojekt bringen. Aber ich habe da mal ein bisschen, ich sag mal, 1-2 Monate in die Zukunft geguckt und mir ist aufgefallen, holy shit, du wirst das vermutlich nicht so schnell als Streamprojekt bringen können. Weil die Zukunft sieht projekttechnisch für uns sehr, sehr gut aus, Freunde. Ich kann euch jetzt mal so ein paar Sachen sagen, die schon confirmed wurden auf dem Kanal. Luigi's Mansion 3DS wird auf jeden Fall kommen. Natürlich im Let's Play 2.0-Stil.
Also könnt ihr da schon mal zum Release-Datum Fanarts zeichnen, falls ihr wollt, aber das sind noch, ich glaube, 2 Wochen bis dahin, also kein Stress, aber falls ihr Luigi's Mansion-Fan seid, dürft ihr das gerne tun. Dann natürlich Super Smash Bros., was allerdings erst Anfang Dezember rauskommt, war das, glaube ich. Dann wird ein ganz, ganz sehr, sehr cooler Mario Odyssey-Hack auf uns zukommen, der wirklich groß werden könnte. Ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt, aber das könnte ein sehr, sehr cooles Projekt werden, was auf jeden Fall als Videoprojekt kommt. Und es ist auch noch der ein oder andere Mario 64 Hack in Entwicklung, der sehr, sehr nice werden könnte. Dann möchte ich eigentlich auch irgendwann mal wieder eine Pokémon Nuzlocke bringen, ist so ein bisschen auf meinem Plan. Und ja, es ist einfach total viel auf meiner To-Do-Liste projekttechnisch. Und die Zukunft wird tatsächlich sehr, sehr, sehr nice, was das angeht. Also, ich sag mal, bis Weihnachten, also bis Ende des Jahres sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut versorgt. Ich möchte jetzt dann doch es endlich mal hinbekommen, ein Kochvideo aufzunehmen. Ich glaube, ich habe jetzt auch jemanden gefunden, der die Kamera für mich halten kann. Das war auch immer noch so ein Thema, so, wen kann ich da nehmen? Ich möchte ja jetzt auch nicht irgendwie einen Kumpel von mir nehmen, der mit YouTube gar nichts an Hut hat, sondern ich habe mir schon gedacht, okay, da möchte ich mich schon jemanden nehmen, der so ein bisschen versteht, was ich hier auf YouTube tue und vielleicht sogar irgendwo dahinter steht. Und ich glaube, da habe ich jemanden gefunden, also dem steht vielleicht bald gar nichts mehr im Wege. Und ja, also bis Ende des Jahres kommt eigentlich nur noch nicer Shit. Also es ist nicht so, dass ich sage, oh, ich weiß nicht, was ich bis Ende des Jahres für Projekte machen soll. Vor allem dieses ganze Let's Play 2.0 Ding ist quasi jedes Spiel, was ich auf dem Kanal schon mal Let's Played habe, nochmal Let's Play würdig und es würde sich neu anfühlen. Also die Zukunft ist, es gibt so viele Wege, die wir gehen können. Also wir sind ganz, ganz weit weg davon, dass ich sage, oh, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, einfach so eine riesige Auswahl an kreativer Freiheit zu haben, wie du dich hier auf der Plattform verwirklichen kannst. Und dann natürlich zwischen Weihnachten und Silvester der Hubi Charity 24-Stunden-Stream. Das wird natürlich wieder ein Highlight zum Abschluss des Jahres. Zum dritten Mal dieses Jahr dann schon. Ja, Hubi Charity geht in die dritte Runde. Ich denke, das ist alles, was es diese Woche zu sagen gibt. Die Woche wird auch wieder ganz normal. Ich denke, ja. Also arbeitstechnisch wird sich nichts ändern. Keine großen Projekte oder Geschäftsreisen, die anstehen. Mein lieber Teamleiter kommt tatsächlich mal in den Süden, der auch in dem einen oder anderen Stream immer dabei ist. Mit dem werde ich mich abends auf jeden Fall mal treffen und zusammenarbeiten. Also dementsprechend wird Arbeit, glaube ich, auf jeden Fall wieder sehr, sehr nice. Für viele geht die Uni wieder los, tatsächlich, weiß ich, weil ich habe ja einige Freunde und Freundinnen, die studieren. Die sagen auch, dass das unitechnisch wieder was losgeht. Also die Woche ist wieder so ein bisschen Aufbruchphase, so nochmal ein letztes Aufraffen, ein letztes Produktivwerden, bevor dann das Jahr sehr entspannt mit Weihnachten und Silvester endet. Also jetzt nochmal 1-2 Monate hinpauken und dann können wir uns einen richtig schönen Abschluss des Jahres wünschen. Können wir uns gönnen, besser gesagt. Ich freue mich tatsächlich sehr auf die Weihnachtszeit, aber auch jetzt der Herbst, für Leute, die mich kennen, der Herbst ist meine absolute Lieblingszeit. Die Luft ist geil, das Wetter ist einfach immer noch top, die Bäume sehen schön aus. Ich mag Halloween tatsächlich sehr gerne und die Welt fällt wieder ein bisschen runter. Und ihr kennt mich, ich bin zwar ein sehr extrovertierter, aufgedrehter Typ, aber ich genieße es auch, wenn einfach alles runterfährt und ruhiger wird. Und da ist halt der Herbst optimal. Danke fürs Zuschauen, Freunde, das waren die Channel News Part 151. Ich habe gerade nochmal spicken müssen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Euer Hübi. Haut rein.